Du willst wissen, was dir dieses Scav-Karma bringt? Als PMC oder als Scav? Und wie du das schnell aufs Maximum bringst? Wow. Dann bleib dran. Los geht's, direkt nach dem Intro. Heute nehmen wir uns mal dem Scav-Karma an, da das für viele immer noch ein kleines Mysterium ist oder sie es einfach nicht interessiert. Interessieren sollte das aber jeden, da es echt Vorteile bieten kann, aber natürlich auch Nachteile, wenn man sich im negativen Scav-Karma befindet. Kommen wir aber erstmal zu den Vorteilen vom positiven Scav-Karma. Das, was vermutlich die meisten wissen, ist, dass euer Scav-Timer kürzer wird, desto höher euer Scav-Karma ist. Ihr könnt also wesentlich früher wieder mit eurem Scav auf Beutezug gehen, mit negativem Karma verlängert sich dieser aber logischerweise. Ihr bekommt mehr mögliche Ausgänge auf der Map bei positivem Karma, was euch natürlich die Chance steigert, den Raid rechtzeitig lebend zu verlassen. Die Car-Extracts werden günstiger. Während ihr im Endeffekt nichts für Scav-Karma getan habt, kostet euch das vielleicht so um die 7000 Rubel, seid ihr aber zum Beispiel auf der maximalen Stufe, bezahlt ihr vielleicht nur noch 1500 Rubel. Ein wesentlich neuer Vorteil, den uns das Ganze jetzt bietet, ist der Platz vom BTR, was es euch auf Streets of Tarkov ermöglicht, im Raid schon wieder Loot in euren Stash zu schicken. Der wird nämlich größer, umso höher euer Karma ist. Das bedeutet im Detail, bei einem Scav-Karma auf Stufe 1 habt ihr zum Beispiel 10 Slots, auf Stufe 2 12, auf Stufe 3 15, Stufe 4 18, Stufe 5 20 und auf Stufe 6 und darüber ganze 24 Slots, die ihr mit Loot bestücken könnt. Natürlich wirkt sich hier negatives Karma aber ebenso darauf aus, das heißt, ihr habt bei minus 1 Scav-Karma nur 6 Slots, bei minus 2 4, bei minus 3 nur noch 3, bei minus 4 2 und bei minus 5 oder schlechter nur noch 1 Slot übrig. Also gerade die auch gerne auf Streets of Tarkov gehen, sollten vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob negatives Karma wirklich so das Ziel ist. Die meisten von euch werden natürlich auch den Scav-Case-Ausbau im Hideout nutzen. Hier verringert sich bei positivem Karma die Zeit, bis eure Scavs vom Raubzug wieder zurück sind. Ihr habt also schneller was von den Beutezügen und vielleicht schneller die Items, die ihr euch aus diesen Raubzügen erhofft. Normal verkaufen wir nicht wirklich gerne bei Fans. Wenn wir aber von einem Scav-Run zurückkommen, nutzen wir aber gerne auch mal die Option Sell All am Ende des Raids. Also bringt auch hier positives Karma etwas, da Fans euch je nach Karma mehr als sonst für den Loot bezahlt. Und wenn ihr Scav-Karma 6 oder höher erreicht, öffnet euch Fans noch ein neues Kauffenster, also das mit der Krone. Da werden euch dann Items zum Kauf angezeigt, die euch 30% günstiger angeboten werden als allen anderen mit schlechterem Karma. Die Qualität eurer Ausrüstung, mit der ihr als Scav startet, wird durch positives Karma-Level auch immer besser. Natürlich dürft ihr jetzt nicht mit heftigem Giga-Chat-Gear rechnen, aber ihr werdet schnell merken, dass Waffen, Munition und Armor auf jeden Fall besser werden als vorher. So sind dann zum Beispiel einfach mal teure Stims oder Rare-Items bereits bei Start in eurem Rucksack. Bei schlechtem Karma zum Beispiel konnte ich überhaupt froh sein, wenn ich überhaupt eine Armor hatte, beziehungsweise war das höchste eine Packer und von den Waffen möchte ich gar nicht erst anfangen. Die Chance, dass KI-Scavs euch folgen, weil ihr sie zum Beispiel als Unterstützung irgendwo hinlotsen wollt, ist auch hier wieder deutlich höher, desto besser euer Karma ist. Und unterschätzt diese Möglichkeit nicht, ihr wisst genau, wie die KI euch als PMC das Leben schwer machen kann und diese auf eurer Seite als Ablenkung zu haben, damit ihr den PMC legen könnt, kann in vielen Situationen den Unterschied machen. Wenn ihr das Karma hier auf Stufe 6 oder höher habt, sind euch auch die Scav-Bosse und Scav-Boss-Guards als Verbündete gesinnt. Nützlich, wenn ihr euch zum Beispiel mal beim Big Brother vor einer Gruppe PMCs verstecken wollt oder auch diese als Unterstützung nutzen möchtet, um dann den Loot abzugreifen. Mit minus 5 Karma allerdings greifen euch die Bosse und Boss-Guards dann sofort an, sobald sie euch auch nur annähernd ins Auge bekommen. So, nun da wir die meisten Vor- und Nachteile besprochen haben, kommen wir jetzt dazu, auf welche Art und Weise wir unser Scav-Karma steigern können. Eine große und schnelle Möglichkeit ist über die Car-Extracts. Nutzen wir diese, gibt uns das immer eine gewisse Punktzahl, die wir im Karma aufsteigen. Wobei der Car-Extract, den wir auf einer Map in dem Wipe zum ersten Mal nutzen, uns 0,4 Punkte Scav-Karma gibt. Jeder weitere Car-Extract auf der Map bringt dann immer jeweils nur noch die 0,4 Punkte vom ersten Mal durch die Anzahl der Car-Extracts, die ihr auf der Map bereits genutzt habt. Um das etwas deutlicher zu erklären. Beim ersten Car-Extract auf Woods zum Beispiel erhaltet ihr ja 0,4 Punkte. Beim zweiten dann nur noch 0,2 Punkte, dann nur noch 0,13 Punkte und so weiter. Und wie gesagt, bei jeder Map ist ein eigener Counter. Wenn ihr zum Beispiel 5-mal auf Woods extracted seid, bekommt ihr dort nur noch 0,08 Punkte für den Extract. Extractet ihr jetzt aber mit dem Auto auf Customs zum ersten Mal diesen Vibe, bekommt ihr da wieder die vollen 0,4 Punkte und so weiter für jeden Car-Extract, den ihr dann da macht. Nutzt also, wenn ihr schnell an viel Karma-Punkte kommen wollt, die unterschiedlichen Car-Extracts auf jeder Map, um so immer noch die meisten Punkte abzugreifen, bis ihr an eurem Karma-Ziel angekommen seid oder sich die Extracts kaum noch lohnen. Car-Extracts haben wir auf 7 Maps, also Woods, Ground Zero, Shoreline, Interchange, Customs, Streets of Tarkov und Lighthouse. Davon sind 3 Maps mit 100%igem Spawn des Car-Extracts und zwar auf Woods, Ground Zero und Shoreline.
Die sind also immer da, natürlich nur insofern ein anderer Spieler den nicht schon vor euch genutzt hat. Und allgemein bringt euch jeder Scav Raid, den ihr überlebt, 0,01 Karma-Punkt. Und da wir für das Überleben natürlich extracten müssen, sind hier auch die Coop Extract Points sehr interessant. Das Nutzen eines Coop Extract Points als Scav oder PMC bringt euch auf der Map 0,25 Punkte beim ersten Mal und verhält sich ähnlich wie beim Car-Extract. Also die Punktzahl durch die Menge, wie oft ihr diesen Extract bereits genutzt habt auf der Map. Als Beispiel, ich bin auf Reserve 8-mal über denselben Coop Extract rausgegangen, dann bekomme ich dafür nur noch 0,031 Karma-Punkte. Tötet ihr einen abtrünnigen Scav-Player, also einer, der unsere anderen Scavs angreift, erhaltet ihr 0,03 Punkte pro Kill. Achtet aber darauf, dass sollte die Situation entstehen, dass euch ein Scav-Player angreift, euch zwingend treffen muss, damit er als abtrünnig gilt. Erlegt ihr den jetzt ohne, dass er euch getroffen hat, seid ihr leider der Abtrünnige und verliert Karma. Das nutzen aktuell immer noch einige aus, um euch genau dazu zu bringen. Passt also auf, wann ihr hier den Schuss setzt. Für PMC-Kills bekommt ihr natürlich auch Punkte. Hat dieser wenigstens einen Scav gekillt, bekommt ihr dafür 0,02 Punkte. Hat er wenigstens zwei Scavs gekillt, 0,03 Punkte. Und alleine für die Hilfe, einen PMC zu töten, bekommt ihr 0,012 Punkte und dann nochmal 0,02 Punkte für jeden Scav, den ihr da in dem Moment unterstützt, diesen PMC oder abtrünnigen Scav zu töten. Ich weiß, das ist mit den Zahlen alles ein bisschen blöd. Es soll euch im Endeffekt nur verdeutlichen und aufzeigen, welche Möglichkeiten ihr vielleicht nutzt, die am ehesten auf euch zusprechen, um diese Karma-Punkte zu generieren. Ähnlich verhält sich das auch bei der Unterstützung von Scav-Bossen und deren Guards. Hier gibt es 0,02 Punkte und 0,05 Punkte für jeden Scav-Boss-Guard, den ihr in dem Moment unterstützt, den PMC zu töten. Tötet ihr aber selbst einen Guard als Scav, zieht euch das 0,05 Karma ab und beim Boss 0,2 Punkte. Überlegt euch also gut, ob es das wert ist. Zu guter Letzt die Scav-Quests, die ihr von Fans bekommt, natürlich auch nicht vergessen, die geben euch jeweils 0,012 Punkte und nochmal 0,04 Punkte an Scav-Karma für jede abgeschlossene Quest. Einige davon sind oft so lächerlich einfach, lasst euch diese einfach nicht entgehen. Ihr seht also, es gibt viele Vorteile, warum wir unser Scav-Karma steigern sollten und wie wir das zustande bringen können, aber auch Gründe, warum wir zusehen sollten, vor allem nicht ins Negative zu rutschen. Alles in allem, meine Freunde, kann man sein Scav-Karma mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, entspannt nebenher steigern oder wenn ihr da die Vorteile so früh wie möglich nutzen wollt, natürlich auch im Detail jeden Raid angehen. Das ist dann letztendlich eure Entscheidung. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen, was das angeht und würde mich natürlich auch über Kommentare von euch freuen, ob euch das Video ausreichend weitergeholfen hat oder ob euch noch irgendwas fehlt. Stimmt auch bei meinen Umfragen ab, was ihr euch als nächstes für Tipps wünscht. Diese findet ihr auf YouTube, in der Community-Section und natürlich auch auf meinen Social-Media-Feeds. Lasst mir auch gerne ein Like da, checkt meine anderen Kanäle wie TikTok und Social Media ab, würde mir riesig helfen, meinen Traum weiter zu verwirklichen. Und das war's an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.